Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem neuesten Let's Play Projekt. Wir zocken zusammen Mafia 2, The Definitive Edition. Nachdem mir der erste Mafia Teil sehr gut gefallen hat, dachte ich mir, zocken wir mal den zweiten durch. Ich bin mal gespannt, wie er wird, ob er beim zweiten anknüpfen wird. Und ich würde sagen, ich hoffe, das Gameplay gefällt euch. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Game dann findet und so. Oder ob ihr Mafia kennt. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Viel Spaß beim Zuschauen. Mafia 2 Definitive Edition präsentiert eine Geschichte des Spiels in ihrer ursprünglichen Form aus dem Jahr 2010. Das Spiel enthält komplexe kulturelle Inhalte sowie Themen und ist daher nur für Erwachsene empfohlen. Ah ja. Bei dem Laden einer bereits abgeschlossenen Mission geht der Speicherstatus der aktuellen Mission verloren und du musst die gewählte Mission neu beginnen. Boah. Biker und Hangar 13 präsentieren. Eine Produktion von 2K Tschech. Überarbeitet von D3 Limited. Mafia 2. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Eine Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Vito, mach schon, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze raren, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander! Scheiße. Und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943.
Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Kapitel 1: Die alte Heimat. Sizilien, Juli 1943. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjäger-Division. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur 3 von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Okay, Scaletta. Schalt ihn aus. Traditori! Pensavate di poter giocare con noi? Wir müssen die Balkone säubern, Scaletta! Hinter den Sandsäcken! Hey, wo? Sie ziehen sich zurück! Los! Auf mein Zeichen! Okay, let's go, rein da. Scheiße! Hier raus, Scaletta! Guck mal! Scheiße! Gesù! Ammazzasse, rezappare prigionieri per macare l'esercito! Corporal? Der Mann sagt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind. Check, die Gerne okay. Du und Williams, ihr hebt das Maschinengewehr erst aus und sucht dann die Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann! Hier ist kein Durchkommen! Okay, die ballen überall, ey. Das Maschinengewehr hätten wir gefunden. Vorsicht! Wenn du eine Handgranate hast, Scaletta, wäre es jetzt scheiß angebracht, sie zu werfen! Schmeiß eine Handgranate ins Fenster! Geh rein da! Scheiße! Hey, Scaletta! Noch alles dran an dir? Sieht so aus. Dann kriegt er einen Arsch hoch. Wir müssen weiter. Jo, wir sind mitten im Krieg. Was geht ab? So viel Scheiße. Munition wie möglich. Ist vielleicht unsere letzte Chance. Okay, Muni habe ich mitgenommen. Auf der Treppe! Da, ihr Spaghetti-Fresser! Fand! Nichts für ungut, Scaletta. Daneben, du Blinder! Hey, geht das zur Tür? Sehr gut. Sind da noch welche? Da oben. Okay, nice. Die Gefangenen haben sie wohl oben. Ich geh erstmal nachladen. Den zweiten Stock. Scaletta, du gehst voraus. Ja, Guido. Wieso wir? Ich bin hinter dir, Mann. Okay, nice. Okay, wichtig. Der ist weg. Die Tür, Scaletta. Tritt sie ein. Arrenditi, o gli faccio saltare il cervello. Nice, der ist down. Okay, die ballern durch die Türe. Was geht ab? Anscheinend geht's hier entlang. Los. Scheiße! Wie viele von den Wichsern gibt's denn noch? Scheißegal, schieß einfach weiter! Was glaubst du wohl, was ich mache? Oh, nicht quatschen, schießen! Ihr sollt recht sein, Arschloch! Habt ihr noch nicht genug? Boah, geh weg! Da ist noch einer. Ja, okay, keiner mehr. Keine gute Idee, der Balkon. Los, schnell wieder rein! Oh, Scheiße! Mandavoli all'inferno! Rein mit dir, Scaletta! Wir verrecken hier draußen! Ja, ich bin doch drin. Komm, komm die raus?
Avutri fascisti! Arrivano avutri fascisti! Ottarono un pozzi! Jo, rein da. Hat der jetzt uns geballert? Da sind noch mehr! Bei der Kirche! Get seated! Die haben Artillerie! Skeletter, rein mit dir! Nein, Mann, jetzt wird geballert hier. Von wo? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Jo, das war ein kurzes Game. Non sparate, picciotti! A che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare! Ma è più davvero Don Calò? La guerra è finita! Cacetto, un congeco hanno samaretà come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil es sagte. Kapitel 2 Trautes Heim. Zwei Jahre später, Empire Bay, 8. Februar 1945. Mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Erstmal ein Bierchen. Boah, das geht ja richtig actionreich los, ey. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Tony Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter. Wie war's denn so da drüben? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf den Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Calò. Ohne Scheiß? Don Calò? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Huh? Und dann? Huh?
Hast ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest heim, hä? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Wir sind wieder zurück in der Hut. Ah, salute, Centani. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe. Hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Da sind wir. Danke, der Rest ist für Sie. Nutze das Radar zum Navigieren. Okay, hier haben wir so einen kleinen Kompass. Wir müssen da vorne hin. Vito? Komm, Marie, lass ihn doch mitkommen. Ja, hallo, Mrs. Vito? Du bist es! Und gut siehst du aus in dieser Uniform. Deine Mutter ist sicher sehr stolz auf dich. Ja. Und was ist mit dem armen Salvatore Montemaggiore? Wie geht's dem? Seine arme Mutter wartet schon seit über einer Woche auf ihn. Sal ist bei der Navy. Ich bin bei der Army. Andere Baustelle. Wieso kommst du nicht auf ein Tässchen Tee herein, Vito? Dann kannst du mir alles erzählen. Danke, aber ich hab's eilig. Ich bin gerade erst zurück und möchte gleich zu Mama und Francesca. So ein hübsches Ding, diese Francesca. Ein Wunder, dass sie noch nicht verheiratet ist. Naja, grüß deine Mama schön von mir, Vito. Jo, machen wir. Einfach eine random Oma. Und hierher. Okay. Kommt hier erstmal Let It Snow. Ja, das hat's auch geheißen, als die Japaner Pearl Harbor angegriffen haben. Und was da war, weiß man. Das war ein Hawaii. Jo, was geht hier ab? Überall Baustellen. Wir müssen da in die Gasse gehen. Hey, Mr. Manera. Machen Sie etwa dicht? Weißt ja, wie es ist. Der Laden wirft nichts mehr ab. Wow, das tut mir leid. Du bist ja nicht schuld am Krieg, Vito. Wer weiß, vielleicht mache ich ja wieder auf, wenn er vorbei ist. Tja, viel Glück jedenfalls. Ja, Mann. Boah, ich find's gut, dass man so mit den Leuten interagieren kann. Das macht die Stadt ein bisschen lebendiger. Hier, was geht hier ab? Boah, ich hoffe, ich kriege wegen der Musik einen GEMA-Verstoß oder sowas. Aber egal. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal zu unserer Mama. Mama, da bin ich wieder. Vito,
Meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedacht, ich dich nie wiedersehen. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito. Hey, Franny, wie geht's? Komm her. Ich bin so froh. Setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppe di pollo. Ist gut für dich. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Benedici, Signore, questo cibo, che dalla tua bontà stiamo per prendere. Vedi anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi alla tua benedizione. Per Cristo nostro Signore, Amen. Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir dein Bett gemacht. Geh ins Bett. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Bett. Okay, das ist unser Zimmer also. Mit einem Schaukelpferd. Ja, moin. Geh rein da. Bis morgen früh. Schlaf gut, mio bambino. Mio Bambino. Nice. Am nächsten Tag. Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Zieh dich an, okay? Ich habe mir Kleiderschrank. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Lederjacke mit. Die sieht cool aus. Und, wann musst du wieder zurück? Tja, so wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wär's dir lieber, ich gehe zurück und werd wieder angeschossen? No. Siehst du, Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit diesem Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Papalardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Bitte versprich mir, gehst du noch heute zu ihm. Okay, Mama, ist gut, ich versprech's. Grazie a Dio. Geh zu Joe. Was haben wir hier im Badezimmer? Hier haben wir das Treppenhaus, hier können wir jetzt runtergehen. Und ich würde sagen, wir gehen mal raus. Das juckt mich doch nicht. Ist mir scheißegal, wenn ihr alles verkaufen müsst und... Was ist hier los, verdammt? Vito! Kümmer dich um deinen eigenen Dreck, du Arschloch! Ach ja? Komm her, Kleiner. Dir werde ich's zeigen. Auf Frauen losgehen, das traust du dich, was? Komm, zeig, was du drauf hast. Vito, bitte. Du machst alles nur noch schlimmer. Erstmal geben wir den auf die Fresse. Nein, bitte hört auf. Ihr braucht euch nicht zu prügeln. Hier rein da. Bitte, Vito, das geht dich nichts an. Doch, das geht mich ja was an. Scheiß drauf! Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst, du Wichser! Das wird euch noch leid tun. Verlasst euch drauf! Was zum Teufel wollte der? Tut mir leid, Vito. Wir wollten dich nicht beunruhigen. Beunruhigen? Womit beunruhigen? Komm jetzt, sag mir, was los ist, Franny. Kurz vor seinem Tod hat Papa sich Geld geliehen. Ein Haufen Geld. Von einem Kredithai. Er hat gedacht, er kriegt einen besseren Job und zahlt's dann zurück. Wir haben es erst erfahren, als du weg warst. Wie viel? $2,000. Was? Scheiße. Das Schlimmste ist, der Kerl will alles bis Ende der Woche zurück. Sonst müssen wir noch mehr zahlen. So viel kann ich als Hafenarbeiter nicht verdienen. Wer ist der Kerl?
Ich weiß nicht, Mama will es mir nicht sagen. Aber reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge. Ich schaff das aus der Welt. Ich verspreche es dir. Danke, Vito. Pass gut auf dich auf. Jetzt brauche ich auf die Schnelle zwei Riesen. Vielleicht kann Joe mir da helfen. Oh, ich bin gespannt. Aber wer war der Typ? Mit Tab rufst du die Karte auf. Hier haben wir eine Karte. Hutmacher sehe ich einen Bierladen, Burgerladen. Der rote Punkt ist unser Ziel. $27 haben wir. Wir brauchen jetzt $2000. Und ja. Bin mal gespannt. Aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Ihr könnt auch gerne den ersten Teil abchecken. Von Mafia. Den habe ich auch durchgespielt. Und ja. Könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Game bisher findet. Und ob ihr euch das auch holen würdet oder so. Und ja, haut rein. Ciao, euer Crunchy.